Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach ins End. Wünsch mir Glück, dass ich nicht sterbe. Wir haben den Enderdrachen getötet. Zack, oh yeah. Leute, wisst ihr, was jetzt abgeht? Wenn du so willst, können wir offiziell jetzt das Spiel beenden. Jungs, alles fit? Oh mein Gott, ich bin wieder da. Da ist es schon. Hallo. So, super. Dann verabschiede ich mich schon mal von der Welt. Danke, Enderman. Danke an jeden von euch, der mir zu dieser Elytra geholfen hat. Und würde sagen, wir gehen wieder in die Oberwelt. Und ab jetzt kann das Projekt richtig losgehen. Alter, jetzt. Oh mein Gott. Zack. Huh. Ach, man spawnt wieder hier, wenn man rauskommt. Wir haben hier auch richtig viel Obsidian, ne? Wir könnten theoretisch auch irgendwas mit Obsidian bauen. Hallo, Jungs. Werdet bitte nicht aggressiv auf mich. Sollen wir noch kurz... Wir nehmen noch einmal kurz Endermans mit. Endermänner. Und dann heißt es, wieder an die Oberwelt gehen. So, jetzt gucken wir die hier einmal straight an. Jungs, kommt einmal alle her. Nicht, dass deren Stuff da durchfällt. So macht man das, wenn man noch keine automatische Farm hat, Jungs. Dann geht das ganz einfach so. So, und dann haben wir jetzt gleich nämlich schon ganz viele Enderperlen hier, die wir nutzen können. So, jetzt machen wir hier noch ein paar aggressiv. So, heißt, wir haben jetzt erstmal... Ja, die Enderperlen sollten definitiv für die Oberwelt erstmal reichen. Wenn du es so willst, können wir offiziell jetzt das Spiel beenden. Also, ich werde es nicht beenden, das Projekt wird weiterlaufen, Leute, aber... Jetzt kriegen wir erstmal den Abspann. Den Minecraft-Abspann. Ich habe noch nie, und ich möchte betonen, ich habe noch nie, noch nicht einmal in meinem gesamten Minecraft-Ding diesen Abspann gesehen. Ich weiß auch übrigens nicht, wie man den skippt. Also wir dürfen uns den jetzt komplett reinziehen. Ich habe echt keine Ahnung, wie man sich den skippt. Oh, guck mal, da steht mein Name. Valasian. Da steht mein Name, Jungs. Valasian. Wir sind ein Part von dem Spiel, Jungs. Ja, wir haben nie aufgegeben, Jungs. Und das ist die Wahrheit. Wisst ihr, wie viele Tiefpunkte wir in diesem Projekt haben? Es ist die Wahrheit. Sie mögen uns, weil wir haben nie aufgegeben. Wir haben gut gespielt. Oh, Alter, ist es emotional. Leute. Ich hoffe, ihr könnt Englisch. Ich übersetze euch das nicht, weil ich euch nicht garantieren kann, dass es 100% perfekt übersetzt ist. Ich habe das noch nie gesehen. Kann man das skippen? Kann ich irgendwo drücken? Kann ich irgendwie... SRG? Alt? Space? Nee. Ich will's... Yo, was ist denn das? Ich weiß nicht, ob die Screenshots gespeichert werden. Aber falls ja, haben wir das Rätsel, was da steht, entschlüsselt. Alter, wie lange geht denn der Scheiß hier? Ey, ich will spielen und mir jetzt hier nicht 3 Jahre was vorlesen, was durchlesen, was vorlesen, oder? Was durchlesen, hallo? Hier ist so, es gibt Zeiten, die sind traurig in dem langen Traum. Manchmal sind die Träume sehr traurig und ich sag ihnen, dass sie in der Realität solche Welten erbauen sollen. Ich will dem Spieler nicht erzählen, wie man lebt. Kann man das irgendwie jetzt hier... Escape? Ah! Escape! Okay, es war Escape. Es war absolut Escape. Aber was war das denn? Habt ihr gesehen, wie ich gerade gefallen bin? Jungs, alles fit? Oh mein Gott, ich bin wieder da. Geht's euch gut? Jungs, ihr habt so viel verpasst. Holy shit, ihr habt so viel verpasst. Also for real jetzt, ihr habt so viel... Oh. Oh. Egal, ihr habt so viel verpasst, Jungs. Das ist echt... Oh mein Gott, ihr habt so viel verpasst. Mir wurde gerade erzählt, dass ich übelst cool bin. Also wirklich jetzt, mir wurde in einem langen Text erzählt, dass ich übelst cool bin. Geht's euch gut? Geht's euch wirklich gut? Alter, ich schieb gerade richtig Filme. Gibt's hier jetzt irgendwas Neues eigentlich? Gibt's irgendwas Neues hier? Irgendwas Cooles? Bitte? Außer, dass ich jetzt Schalker-Boxen hab und sowas. Jungs, ich bin wieder zu Hause. Ja, Leute. Geil, dann ist der Endpart auch geschafft. Und ich hab's tatsächlich in den 2 Stunden, die ich mir vorgenommen habe, vor ein paar Folgen geschafft. Ich hab's tatsächlich in den 2 Folgen geschafft, das Endgame durchzuspielen, Jungs. So muss das doch sein. Ey Leute, ich habe so viel neuen Stuff dabei, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir haben jetzt so viel coolen Shit, Alter. Und es ist natürlich direkt nackt. Es ist direkt Nacht. Oh yeah, Jungs, jetzt geht's los, Alter. Jetzt bin ich hyped. Mit den Schalker-Boxen können wir jetzt so viel mehr machen. Das wird so geil. Wir haben jetzt eine Elytra. Wir können Raketen machen, wenn ich einen Gunpowder hätte. Wir können eine Gunpowder-Farm bauen. Natürlich. Wir können... Oh mein Gott, guckt euch das an. Bam! 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 Da, seht ihr das? Hier, seht ihr diesen Kopf? Leute, seht ihr diesen Kopf? Zack! Und seht ihr dieses Ei? Wamm! Geil, Alter, ich bin gerade richtig glücklich. Ohne Spaß, ich bin gerade richtig glücklich. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben das Endgame durchgespielt. So, jetzt nehme ich mir direkt ein Reparaturbuch mit hoch. Und dann werden wir direkt Reparatur auf die Elytra klatschen. So, und jetzt in kommender Zeit müssen wir uns leider Gottes da ranmachen auch irgendwann.
einen Weg zu bauen, der zum End führt. Denn ich will eigentlich so einen Speedway bauen, so einen Eisweg, ne? Dazu bräuchten wir, glaube ich, auch ein Eisbiom. Ja, ich glaube, dazu brauchen wir halt wirklich noch ein Eisbiom, was wir finden müssen. Aber naja, Leute, das sind Sorgen von morgen. Erstmal geht das hier jetzt auf Reparatur. Ja, so, haben wir noch irgendwo ein Haltbarkeitsbuch? Wir haben ja so viele Bücher. Ja, Haltbarkeit 3, Haltbarkeit 3, Reparatur. Kann man auf die Lytra sonst noch irgendwas raufzaubern? Gibt es da noch irgendwas Cooles? Kann man Schutz auf die Lytra raufzaubern? Nee, ne? Nee, Schutz geht nicht. Okay. So, Jungs, dann haben wir jetzt hier unsere Lytra. Perfekt, Alter. So, dann legen wir auch mal den ganzen Crap-Stuff erstmal hier weg aus unserem Inventar. Den ganzen Stuff, den wir erstmal nicht brauchen. Und kümmern uns darum, jetzt erstmal die ganze Schalker-Chests zu machen. Ist ja kein Problem hier. Kisten und jetzt BAM! So, da haben wir die nächsten Schalker-Chests. So, Leute, und die Schalker-Chests werden jetzt alle erstmal aufgestellt. Natürlich auf die passende Höhe. Dass das nämlich auch alles passt. Am besten tun wir das mal hiermit. Die Frage ist, wie stellen wir die am besten auf? Das weiß ich gerade selber noch nicht so richtig. Also hier haben wir dann auf jeden Fall schon mal jede Menge von Schalker-Chests. Ich hoffe mal, dass wir auch noch natürlich ein paar finden werden. Das ist nämlich das A und O. Denn das werden mit Sicherheit nicht die letzten gewesen sein, die wir in irgendeiner Weise brauchen. So, aber zack. Und dann haben wir hier unten auch wieder ein bisschen wertvollen Stuff. Ein bisschen Zeug, ein bisschen Dia-Sachen auch, die wir vielleicht ein bisschen besser enchanten können. Dass wir da auch ein bisschen besser auf dem Laufen sind. Und sonst sieht die Ausbeute doch ganz schön gut aus, muss ich sagen. Also dafür, dass es nur das End war, ist es doch echt, echt geil gelungen, Leute. Alter, ich bin gerade so happy. Ich bin so glücklich. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal auf unsere Axt endlich mal Behutsamkeit machen. Damit wir auch endlich mal auf unsere Axtbehutsamkeit haben. Mann, 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 Mann. Nein, oh, ich hab das Eisen aus Versehen umbenannt. So, dann können wir gleich das Eisen zusammencraften zu was, zu einem richtig geilen Blöcklein. Zack, zack. So, Leute, dann hoffe ich, dass ich das alles auch relativ gut geschnitten habe, was hier heute passiert ist. Dass ihr es vielleicht in ein paar Folgen gesehen habt. Weil ich habe das hier, wie gesagt, ich habe einfach durchgezogen, einfach aufgenommen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Denn, Leute, ab morgen geht's hier richtig los. Dann wird hier richtig der Grind geschoben. Wirklich ab morgen, Alter, wenn wir jetzt die Schalker-Chest haben. Wir haben jetzt hier die Lytra. Die Lytra können wir ganz kurz... Ah, nee, die repariere ich einfach offscreen. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.